Sehnst du dich nach einer Tätigkeit, die dich so richtig erfüllt? Dann könnte das Einzigartigkeitsspiel für dich passend sein. Mein Name ist Nando Stöcklin von Spiel dein Leben. Wir stärken das spielerische Leben im neuen Zeitalter. Wie geht das Einzigartigkeitsspiel? Ich habe hier so Kärtchen und da steht jeweils was drauf. Und zwar sind da meine persönlichen Antriebskräfte drauf. Jeder Mensch hat 4 bis 7 Antriebskräfte. Ich habe in einem anderen Video schon gezeigt, wie du diese Antriebskräfte herausfinden kannst. Die Antriebskräfte sind nichts anderes als die Bauteile deiner Leidenschaften. Dann habe ich in einem zweiten Video auch gezeigt, wie du deine Stärken, deine tiefen Stärken herausfinden kannst. Die stehen auch hier irgendwo da drauf. Dann kannst du da noch draufschreiben auf so einem Stapel, welche besonderen Erfahrungen du gemacht hast, welches Wissen, welches besondere Können du hast, all das kann hier draufstehen. Ich habe jetzt mal so ein Set generiert. Das sind die Elemente meiner Leidenschaft. Auf jedem Kärtchen steht ein solches Element. Und jetzt nehme ich einfach mal zwei Kärtchen und da stehen jetzt Dinge drauf und die versuche ich zusammen zu denken. Nämlich steht da eine Antriebskraft drauf, sehe ich gerade. Etwas Neues entstehen lassen, das frei ist und sein Potenzial entfaltet. Das ist eine Antriebskraft von mir. Das ist etwas, was ich tun sollte, damit ich mich erfüllt fühle. Dann habe ich hier auf dem zweiten Kärtchen steht Yellowstone. Das ist eine besondere Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe 3 Monate im Yellowstone Nationalpark gearbeitet. Jetzt versuche ich eine Tätigkeitsidee zu generieren, wo beide diese Elemente von meiner Einzigartigkeit irgendwo berücksichtigt sind und abgedeckt werden können. Also ich überlege mir mal, etwas Neues entstehen lassen, das frei ist und sein Potenzial entfaltet. Das passt an sich sehr gut zum Yellowstone, weil da sind ganz viele wilde Tiere, die sind frei und die können ihr Potenzial entfalten, die sind nicht einfach irgendwo eingesperrt in einem Zoo oder so, in einem Gehege, sondern die sind tatsächlich frei. Aber was könnte ich jetzt dann Neues entstehen lassen? Das könnte vielleicht ein ganz tolles Angebot sein. Wir könnten zum Beispiel Menschen Reisen anbieten in den Yellowstone, da Coaching anbieten mit der wunderbaren Analogie, weil da die Tiere sowieso schon wild sind und auch die Bäume und so weiter. Das ist ja alles nicht wirklich gepflegt im Sinne von, dass das bewirtschaftet wird, sondern das ist wirklich frei und das könnte eine sehr gute Analogie werden, um eben auch unser eigenes Potenzial entfalten zu können. Also könnten wir da Reisen anbieten in den Yellowstone und kombinieren mit Coaching-Session, mit Wanderungen durch den Yellowstone, wo die Interessierten dann eben Inspiration bekommen, um ihr eigenes Potenzial zu entfalten. Gut, das wäre jetzt eine Idee, das würde ich jetzt so aufschreiben, um das nicht zu verlieren gedanklich. Und dann nehme ich einfach ein nächstes Kärtchen. Da steht jetzt andere überraschen. Wie könnte ich jetzt das dazu denken? Also wir haben jetzt diese Idee vom Coaching und vom Reisen in den Yellowstone. Und jetzt noch andere überraschen. Und am meisten überrascht wären sie wahrscheinlich, wenn da irgendwie ein Grizzlybär hinter dem Baum auftaucht. Das lässt sich aber schlecht mit den Grizzlybären so vereinbaren. Aber vielleicht könnten wir sie sonst irgendwie überraschen. Vielleicht könnte da eine Person auftauchen, irgendwo auf einer Wanderung, die auch schon ein Potenzial entfaltet hat und die von ihrem Leben berichten kann, wie ist sie es angegangen und was hat sie gemacht, was hat sie erlebt. Im besten Fall vielleicht eine prominente Person, aber ist vielleicht auch schwierig. Da müssten wir gucken, was machbar ist. So. Jetzt würde ich das wieder ergänzen, aufschreiben und dann wieder das nächste Kärtchen nehmen. Und jetzt steht da, sich blind verstehen. Zum Beispiel. Ja, das könnte ich jetzt auch noch versuchen zu integrieren. Wahrscheinlich würde ich auch eine Idee finden. Ich mache jetzt einfach mal die Variante. Ich habe keine Ahnung, wie ich das kombinieren könnte. Sich blind verstehen mit dieser Idee, die wir jetzt haben vom Coaching und dem Überraschen da im Yellowstone. Da würde ich mir einfach eine neue Idee starten und da steht dann zum Beispiel Freiheit, Natur, Ursprünglichkeit, Authentizität, das wird auch perfekt passen zum Yellowstone. Sich blind verstehen, jetzt könnte ich die beiden Kärtchen nehmen und überlegen, was könnte ich mit den beiden Kärtchen für eine Tätigkeitsidee überlegen. So. Und dann würde es einfach immer so weitergehen.
Und wenn ich irgendwann habe ich dann vielleicht keine Kärtchen mehr, dann kann ich die natürlich einfach wieder mischen und wieder von vorne beginnen oder ich kann stoppen, wie auch immer. Dieses Spiel kannst du sehr gut mit dir alleine spielen. Du kannst aber auch jemanden beiziehen, vielleicht jemand, der dich gut kennt, vielleicht Partnerin, Partner oder sonst irgendjemand, dein Umfeld, Arbeitskollegen, Freunde, was auch immer, die dann für dich Kärtchen ziehen und die für dich überlegen, was da eine passende Tätigkeit ihnen einfällt zu den gezogenen Kärtchen. Das hat einen Vorteil, dass du hast einen Vorteil, wenn du das für dich selbst spielst, dass du natürlich auch was eine Idee generierst, die wahrscheinlich sehr gut zu dir passt. Wenn ein Freund oder deine Partnerin, ein Partner oder einfach sonst jemand aus deinem Umfeld für dich zieht, die kennt dich wahrscheinlich auch recht gut. Das heißt, da wird wahrscheinlich auch was entstehen, was wahrscheinlich passen könnte. Aber trotzdem sind da eben auch die Gedanken dieser anderen Person drin, die einen Ausblick hat und vielleicht auch dazu beiträgt, dass da was Neues auch entstehen kann und du, dass du dich nicht immer im gleichen Kreis bewegst. Und sehr gut kannst du das auch spielen mit jemand, der dich überhaupt nicht kennt. Weil dann entsteht vielleicht eine komplett neue Idee, vielleicht auch was, was überhaupt nicht zu dir passt, womit du dich überhaupt nicht anfreunden kannst, aber potenziell ist dann ist wirklich was komplett losgelöst von dem, was du dich gedanklich sowieso schon bewegst drin. Im besten Fall alle drei Varianten durchprobieren, mal gucken, was für Tätigkeiten das da entstehen, welche Ideen. Dann hast du vielleicht eine Liste von 10, 20, 30 Ideen, die sich wahrscheinlich teilweise ähneln. Dann gehst du die Liste durch und dann siehst du wahrscheinlich schon, oh, die Idee, da fühlst du dich wirklich wohl. Da fängt dein Puls an, zu höher zu schlagen. Entsteht ein wohliges Gefühl. Dann hast du vielleicht zwei, drei Ideen, die da wirklich gut passen könnte. Kannst du noch überlegen, wie kannst du die vielleicht sogar kombinieren? Und dann geht es natürlich daran, das umzusetzen. Was könnte der erste Schritt sein? Was sind die Hürden? Welche Menschen könntest du kontaktieren? Was könnte dir weiterhelfen auf deinem Weg? Dann geht es so richtig los.